herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic mit dem Ameisenkönig und Vardunas, unserem allseits beliebten Sith Inquisitor und Kha'Zul. Wir sind jetzt hier alleine mit unseren Gefährten im Flashpoint, die Enter-Mannschaft, und suchen verzweifelt nach dem Tod. Entweder nach dem Tod unserer Feinde oder nach dem Tod von uns, denn irgendwie habe ich keine Ahnung, ob wir das schaffen werden. Normalerweise schafft man ja die Flashpoints überhaupt nicht mehr nach den ersten beiden Flashpoints, nur mit seinen Gefährten. Eigentlich immer für 4 Spieler empfohlen und Gefährten sind ziemlich, nicht wirklich, oder gelten nicht so für die Stärke von Gefährten, von normalen Spielern. Und da ich so verzweifelt bin, habe ich erstmal Bier geholt. Okay, kein Bier, so ein, Cola-Bier-Sache-Dingens hier, was noch im Kühlschrank lag und was sonst schlecht wird. Ich trinke ja normalerweise kein Bier, aber ich habe keine Cola mehr, um mir einen Whisky-Cola zu machen. Ich müsste dafür in den Supermarkt gehen, aber das geht ja gerade schlecht. Mache ich vielleicht später. So. Kämpfer kann ich auch so heilen. Alles klar. Ja, in der letzten Folge hatten wir einen Kumpel, der ist immer noch hier, Sertan. Der ist irgendwie ins Klo gefallen und wollte uns helfen. Oh, nicht, geh falsch. Wollte mit uns hier die Instanz machen. Ach, die Instanz sage ich schon. Oh, er hat gerade die ganze Gruppe entfernt, okay. Den Flashpoint machen und, oh, der erste richtige, oder nee, der zweite richtige Boss. Oh, sieht aus wie, Kira. Okay. Mal schauen, ob wir es so hinbekommen. Ich weiß es nicht ganz genau. Und ich weiß nicht ganz genau, ob wir zuerst die Druiden ausschalten sollten oder zuerst sie. Aber ich glaube vielleicht erst die Druiden. Aber, nun ja. Nein, Kämpfer! Nicht sterben! Oh nein, jetzt habe ich gar nicht Raketenregen gestoppt. Ich habe hier eigentlich eine Fähigkeit, um deren Fähigkeiten zu unterbrechen. Scheiße! Jawohl! Okay, dann mach ich mal den hier platt. Jawohl, lass das hier. Scheiße! Oh! Mal irgendwer Aggro auf sich. Ich hab hier, ich muss eben den Rücken zerstechen. Hallo? Kann ich die Aggro ziehen? Oh nein, kein Fall ist tot. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh nein, Kha'Zul ist auch noch tot. Oh Gott. Ich bin verloren. Oh, super. Und ihr seht, meine Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Irgendwie schaffen wir es dann doch nicht. Ey. Er liegt wahrscheinlich immer noch da. Nee, wurde ich Kha'Zul? Ich sehe es nicht. Wurde ich Kha'Zul? Da. So. Und zapp. Okay, ich denke mal, einmal können wir es noch probieren. Aber wenn das dann nicht klappt, dann heißt es gute Nacht, Flashpoints. Dann werde ich nie wieder einen Flashpoint hier machen. Oh Gott, das ist echt grausig. Ja, ich hatte in der letzten Folge schon erwähnt, wie hammerhart heftig asozial das Spiel ist, dass man einfach Probleme, so viele Probleme hat, eine Gruppe zu finden. Oder auf jeden Fall ich. Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich jahrelang warten kann, ein Gruppenfinder bin, der eh nichts bringt und auch im ganzen Fall allgemein was schreibe, aber okay. Gucken wir mal, ob sein Plan jetzt hier aufgeht. Gut. Die Frau auch noch stunnen. Ich weiß nicht, die ist so ein silbergoldener Boss. Ich weiß nicht, ob das hinhaut so. Nee, überhaupt nicht in Kacke. So, das Teil werde ich aber erstmal schrotten. Dann stunnen, so. Und mir das hier vorknüpfen, so. Na los, gib ihm schnell! Oh Gott, leider. Ja, leider sind die Gefährten einfach zu doof, als dass sie hier überleben können. Das ist das Problem. Aber oh, wer ist schon tot? Oh ja. Jawohl, schnell, den nächsten Druiden. Komm, Kämpfer. Kämpfer, schnell. Kann ich nochmal zwischendurch hier ein bisschen. Zap. Ah. Komm, du dreckiges Stück Metall. Verzieh dich. Stirb doch. Kämpfer, nein, nicht du! Nein!
Natürlich haben wir das Vieh geplättet, aber ob wir die alle noch hinhauen, weghauen können. Oh Gott, jetzt kommt noch hier Verstärkung. Nein, lass mich. Ah, lass mich. Ah, nein. Ja, genau so wird's gemacht. Kasul flieht auch. Und ich muss sagen, die Instanz hat uns... Ach, die Instanz. Der Flashpoint hat uns besiegt. Der Flashpoint hat uns besiegt. Ich muss sagen, ich bin echt enttäuscht vom Spiel, von der Community. Nicht von euch, nein, nicht meinen Zuschauern, ich meine jetzt von der SWTOR Community. Sicher? Okay, noch ein letztes Mal. Bereichsstartpunkt, da muss ich komplett nochmal dahin laufen. Ich glaube, du wirst mich verarschen, oder? Halt mich doch. Immer wieder das dann. Kannst du mich bitte heilen? Okay. Ja, dann probieren wir jetzt erstmal die Olle wegzuballern. Oh, das Bier hat eindeutig zu wenig Prozent. So. Kämpferleben rufen. So. Ja, jetzt bin ich echt gespannt. Okay, allerletzter Versuch. Bevor ich sage, der Flashpoint hat uns besiegt. Bevor wir endgültig aufgeben, aber okay. So. Zap. Bereit. Ich glaube, ich werde mich dann irgendwie heulen, ins Bett legen und dann weiter ein Buch lesen oder so. Wie die ganzen drei Druiden da vorher stehen. Krass, ey. Ah, verdammt, die kann ich ja gar nichts dann mit meinem Stromschlag. Das ist ja echt kacke. Oh, stimmt doch, du Olle. Hier ist Wagebut und dann mal hier von hier aus der Ferne Blitzeschleuder. Na komm. Muss doch hinhauen. Los. Gib ihr, los. Nein, Kämpfer. Tu das mir nicht an. Ah, verdammt nochmal. Okay, vielleicht haben wir sie gleich geschafft, aber... Oh Gott. Ohne Kämpfer echt aufgeschmissen. Hör doch auf zu schießen, du Olle. Du hast Kämpfer umgebracht, du dreckiges Stück. Du Hure. Nein, lass mich. Ah. Nein, ich wollte... Ach Gott, scheiße. Na. Oh ja, wir schleichen uns vorbei. Haha. Das ist auch eine gute Option. Wenn wir schon nicht bei dem zweiten Boss hier vorankommen, werden wir auch nicht. Warte, das schreibe ich eben. Wenn wir schon den zweiten nicht hinbekommen, dann schon. Dann erst recht nicht. Die nächsten, geschweige denn den letzten. Die Musik ist zwar geil, aber das Spiel hat mich echt enttäuscht. Guck mal, was er jetzt schreibt. Ich warte noch mit euch. Also ohne, dass ich jetzt schneide. Ich frage mich gerade, wieso ich eigentlich diese Abstelle habe. Also wo man Getränke draufstellt, während ich schon die ganze Zeit das Bier einfach nochmal auf den Tisch stelle. Aber wie heißt das? Absetzer, genau, Absetzer. Genau hier liegen. Dass ich keinen Flächenschaden habe. Keines seiner Gegner sollten kein Problem sein. Oh ja, ich habe auch keinen Flächenschaden, aber... Na, ich finde, das bringt nichts, wenn wir dann jetzt schon beim zweiten Boss... Der erste ging ja noch gerade so, aber jetzt hier schon abnippeln... Die nächsten werden aber nicht leichter. Ne, für mich sind Flashpoints gestorben in dem Spiel. Ich will nur noch die Story hinter mir bringen, euch die präsentieren. Endlich wissen, was jetzt passiert ist, oder was jetzt passiert mit dem, mit der Galaxis. Oh, warte, wo liegt er denn? Ach so, hier. Fuck, ich hab nicht gesehen. Heil ihn, heil. Heil ihn. Heil ihn. Nein, er will nicht. Was ist das? Da steht, du
bist noch nicht bereit. Er ist noch nicht bereit, für den Toten aufzuerstehen. Tja, kein Wunder, denn er ist tot. Ich glaube, da ist man niemals bereit, wieder zu leben. Ja. Ja, okay, ich schneide hier und dann sehen wir uns entweder auf Taris wieder oder hier, obwohl ich gleich zu 70% davon überzeugt bin, dass wir uns wieder auf Taris sehen. Ja, bis gleich. So, wir sind doch noch hier. Ich kann einfach nicht, weil Kazoo sich so viel Mühe gibt, kann ich einfach nicht jetzt sagen, komm, wir verziehen uns. Wir probieren es auch nochmal weiter. Sind jetzt einfach drumherum gegangen, was total pussy ist. Und was mich jetzt irgendwie schon davon überzeugt hat, dass der Flashpoint irgendwie total murks ist. Also jetzt, ich meine, nicht der Flashpoint an sich, sondern die jetzt hier unsere Mission gerade. Aber trotzdem, die Jedi bekommen wir eigentlich ganz gut mit. Hol mal bitte einen Ronikus, da brauche ich im Kampf nur meinen Gefährten heilen. Okay. Ich glaube, Andronikos ist zwar auch nicht komplett immun gegen Schaden, aber na gut, ich probier's mal. Denn er meint, das wäre besser. Beim Anfall. Andronikos habe ich noch nicht so gut ausgerüstet, glaube ich. Ja, irgendwie doch, Andronikos. Ja. Psst. Leider. So. Mal jucken. Die Olle erstmal jetzt dann und ihm jetzt hier geben. Zap. Wir brauchen ja noch 4 Jedi, die wir noch plätten. Also nach denen nur noch 2. Da haben wir die Bonusmission auch schon hinter uns. Cool. Wird ja doch vielleicht was. Aber nur mit den Bossen, da habe ich... Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob das was hinten hinhaut. Sind hier total im Ungewissen. So. Kann ich die nicht einfach darunter boxen oder so? Ups. Ah, ja. Ich wusste gar nicht, dass sie das überlebt. Ja, das ist gut. Ich glaube, ich muss mich aus dem Kampf rausziehen. Wo ist das denn jetzt hier? Oh Gott. Ist das da? Oh, das ist ihr Gefährte. Oh, fuck. Wegrennen. Ich bin unsichtbar. Du musst nur wegrennen. Hier ist die Jedi wieder. Verdammt nochmal. Ist er denn noch im Gefecht, Kazul? Ich sehe das nicht genau. Wo ist er denn? Ach, da kommen die. Die kommen jetzt gerade hinter. Er ist noch im Kampf. Ah, scheiße. Fuck, ey. Kann er sich nicht unsichtbar machen oder sowas? Das ist ja doof. Verdammt nochmal. Und ich war fest der Überzeugung, dass die da ein bisschen überlebt, ey, wenn ich die runterboxe. Fuck, ey. Oh nein, jetzt haben wir die Sanitäterin da hinten auch noch entdeckt. Kacke. Andronikos, gib dein Bestes, los. Oh, jetzt wurde auch noch besiegt. Kacke. Alter, verdammte Scheiße. Oh Gott, wie ich das hinbekomme. Andronikos, mach doch irgendwas. Oh Gott, nein. Ja, da ich Machtteilung gerade noch die Abklingzeit da war. Was denn? Was ist denn der Endking Special Move? Sterben wahrscheinlich, ne? Ah, je, yeah, je. Yeah. Das Schweinchen macht wie? So, ich warte mal drauf, dass er wieder zurückkommt. Und, ja. Was haltet ihr denn von der Sache mit den Flashpoints? Wenn ihr auch ähnliche Sachen habt, ähnliche Probleme mit den Flashpoints oder ähnliche Meinungen oder komplett andere Meinungen, vielleicht seid ihr auch Esvetor, wie soll ich sagen, Liebende, die immer Leute finden für Flashpoints und nicht so wie ich, die stundenlang suchen müssen nach Leuten, dann könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für Erfahrungen gemacht habt oder, ja, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Das fände ich super. So als... Ja, weil mich das interessiert, weil ich kenne sonst keinen, der Esveta spielt aus meinem Umfeld. Höchstens einen Kumpel, aber der ist am Studieren, mit dem habe ich nicht so viel Kontakt. So, Andronikus, so dreckige Sau. Ich dachte, du wärst ein Pirat oder sowas. Habt mich vermisst, was?
Nee. Hab mich vermisst, was? Oh Mann. Der Typ hat da echt, denkt auch echt, er hätte 3 Eier, oder? So. So, den Jedi müssen wir auch immer noch plätten, aber ein einzelner Jedi ist ja kein Problem für einen so sexy Sith wie Vadonos. Mir fällt nur gerade auf, wie. Moment mal. Wie kacke Andronikos hier überhaupt gesetzt ist, Mann. Was fällt hier? Hä, hatte ich das schon immer so? Das ist jetzt gerade ein bisschen komisch, was ich mache. Das kann ich jetzt mal eben machen, Moment. Mein Gefährte ist ja. Ah. Hatte ich das schon immer so? Nee, ne? Fällt mir gerade auf, dass ich meinen Gefährten gar nicht sehe, den Kopf. Hä? Fällt mir das jetzt gerade erst auf, nach 100 Folgen oder so? Oder nach 3, 74 oder so? Das kann ja nicht sein, oder? Bla 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 bla. Ich habe schon die Hälfte deiner Leute gemeuchelt hier auf dem Deck. Laber nicht irgendwas von abfangen. Ich keine Ahnung. Einfach durchlaufen, lauf durch, lauf durch, lauf durch, komm. Nur die Jedi müssen wir plätten. Ah, da sind die jetzt letzten beiden von unserer Bonusmission. Ich würde sagen, dann machen wir erstmal die Botschafterin wieder. So, und... Na komm, gib die. Lock die erstmal hier hin. So. Falls der Druide zurückkommt. Nein! Oh, wer hat denn wieder seine... Ach so, das war wahrscheinlich die Gefährtin von ihm jetzt. Bereichseffekte gemacht. Bereichseffekten werden die Leute, die gestunt werden, natürlich wieder aus dem Schlaf geholt. Das ist das Problem. Wisst ihr? So. Komm, Junge. Du hast doch keine Ahnung hier, was abgeht. Keine Ahnung vom Leben hast du, Jedi Ritter. Also rein. Okay, das wäre irgendwie total beleidigend, wenn die Sith die ganze Zeit Jedi irgendwie damit aufziehen würden, dass sie noch nie Sex gehabt haben, oder? Also, weil. Also normale Jedi dürften ja eigentlich noch nie Sex gehabt haben, ne? Außer wenn sie vorher irgendwie ein längeres Leben außerhalb des Jedi-Ordens verbracht haben. Aber, Jedi-Heiler Sarkan Donar? Oh Gott. Irgendwie, ja, beide Jedi-Heilerinnen standen. Okay. Die stand ich mal eben. 9 Minuten habe ich noch geringer Erfahrungsschub, okay. Dass wir hier noch die so stunnen. Ihr kommt hier nicht vorbei. Nein, stun sie doch. Ich werde euch aufhalten. Hey, das war wieder der Schauspieler, der Sprecher von... Kevin James. Ach, so ein hässlicher ist das. Gut, aber die Macht steht mir zur Seite. Oder? Siegt mich und 100 andere werden euch jagen. Okay, nee, doch nicht. Nee, der hat sich komisch angehört, weil so ein Filter drauf sitzt. Das war ein Effekt. Alter, verzieh dich! Na, wieso leben die denn schon wieder? Nein, ich bin schon. Bin schon tot. Was ist das denn für eine Kacke? Ja. Das ist blöd gelaufen. Oh ja. Okay, ich werde erstmal gucken, was Kazul dazu meint. Werde mich jeglichen Kommentars einfach enthalten. Er weiß wahrscheinlich gar nicht, wie kacke ich drauf bin. Aber er gibt sich ja Mühe, das finde ich ja schon mal super. Danke da schon mal für, wenn du das hier gerade siehst. Aber ist halt insgesamt blöd gelaufen, nicht nur dieser Kampf gerade. Das ist das Problem. So. Ja, wir probieren es anscheinend nochmal. 18 Minuten, ich habe gleich schon wieder eine Folge. Hurra! Wenigstens habe ich Folgen für euch. Das freut mich wenigstens, dass ich die Zeit doch nicht komplett irgendwie für den Arsch war. Weil das ist ja meine als größte Sorge war, dass ich jetzt nicht nur heute ist ja Montag. Heute habe ich euch noch nicht mal eine Folge gebracht, weil ich ja eigentlich jetzt den Flashpoint machen wollte. Und ja, ich hoffe, ihr kommt damit klar, dass ich mal den Flashpoint nicht in einem Stück hochlade. Das habe ich ja sonst immer gemacht. Ups. Sondern, dass ich meinen 20-Minuten-Parts gestückelt habe. Oder gestückel gerade. Aber sonst hätte ich euch wahrscheinlich bis Dienstag oder Mittwoch keine Folge hochgebracht. Nee, bis... Ja. Doch, dann hätte... Ja, das Problem ist, dass ich morgens sich immer lang. Ich arbeite immer tief in die Nacht hinein. Ich bin momentan noch wieder nicht untätig zu Hause und sitze nur da und let's play oder so. Ich bin ja hier on my own momentan. Bin meiste Zeit am. Ne, nicht am Putzen, die meiste Zeit, aber
am, so am Arbeiten. Jetzt am Freitag habe ich nochmal eine Zwischenprüfung. Deswegen, ja. Ist das zeitlich immer ein bisschen doof. Aber freut mich, dass ich jetzt hier schon mal 2 Folgen hinbekommen habe. So. Wiederbelebung annehmen, natürlich. So. Sicher noch Andronikus. Gucken, was er sagt. Ja, Kämpfer alles einfach geiler. So. Nandin Quibans. Alles klar. Das könnte dann vielleicht was werden. Was ist denn. Hä, was ist denn das dann für ein Gefährte gewesen, Kazul? Wenn kein DD. Hm? Naja, keine Ahnung. Ja. Alles klar. So. Okay, dann werde ich mich mal ganz langsam hier ranschleichen. Wenn er dann sich auf die andere Seite macht und den anderen stunt. Oder schreibt er irgendwas? Ah, keine Ahnung. Okay, keine Ahnung, keine Ahnung. Versuch mal die Flächenschadenfähigkeiten von Cam auszustellen. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Oh je. Ja, ich glaube, Kämpfer macht das auch manchmal. Diese Bereichseffekte. Wie mache ich das denn jetzt? Wahrscheinlich irgendwie bei Plus oder so, ne? Essenz verzehren von 15. Ah, das hier war das. Ziel ist kein Feind. Nein, ich möchte keinen ausgewählt haben. Ziel ist kein Feind. Ach, wie mache ich das denn? Auf das Kreuz drücken. Ja. Und jetzt? Ziel ist kein Feind. Essenz verzehren spalten. Irgendwelche Nähe. Herausforderung. Fordert alle Feinde im Umkreis von 15 Metern heraus und zwingt sie, den Gefährten 6 Sekunden lang anzugreifen. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm, oder? Schmerz erdulden. Reduziert jeglichen erlittenen Schaden 12 Sekunden lang um. Ja, das ist gut. Ich glaube, dann mache ich das hier mal weg. Verspottet das Ziel, ja. Der Energieschaden verursacht, ja. Ja. So, Schattenjäger. Ja. Kampfhaltung. Nimmt eine Offensivhaltung an. Das dürfte okay sein. Okay. Okay. Könnte hingehauen haben. Ich glaube, ich habe noch nie die Fähigkeiten von Kempal angeguckt. Ich habe den immer machen lassen, weil das bisher immer ganz gut hingehauen hat. So. Und selber keine ansetzen. Ja, das mache ich sowieso nie. Das macht wenn dann nur Kempal. Ihr kommt hier nicht vorbei. Oh, ich bin ein Jedi auf. Und ich werde euch aufhalten. Ich bin ein Jedi und ich werde euch... Ah, was? Kazul ist schon fertig? Wie geht das denn? Wirklich gut. Aber die Macht steht mir zur Seite. Wie? Was? Hat denn Kämpfer hat halt gar nichts gemacht. Ich habe doch alle seine Fähigkeiten ausgeschaltet. Kann ich am Kämpfer liegen, dass sie wieder fett sind, oder? Das muss daran liegen, dass sie einfach golden sind. Krasse Scheiße. Verzieh dich doch mal, Junge. Du Homo. Besiegt mich und 100 andere werden euch jagen. Oh Gott, ist das behindert. Noch mehr Schaden, bitte. Krass, ey. Das ist ja echt behindert gerade. Total. Oh, wir sind jetzt schon bei 24 Minuten. Worüber ich mir eher Sorgen mache, ist, wie ich hier, oder was ich überhaupt für ein Titelbild nehme. Ich glaube, wenn ich hier, wenn ich ganz schlau bin, das hinbekomme, kann ich, glaube ich, ihn hier. Nein, er hat mich doch noch gesehen. Fuck. Ich bin ein Jedi und ich werde euch aufhalten. Okay, jetzt habe ich wenigstens ein Titelbild. Mir fällt gerade auf, dass ich für die letzte Folge gar kein Titelbild habe, denn ich nehme immer aus Sequenzen irgendwelche Sachen. Und da wir jetzt keine Sequenzen hatten, ja, beende ich erstmal die Folge. Wahrscheinlich sehen wir uns dann in der Nähe. Da werde ich diese. Werde ich jetzt mal sagen, dass wir uns in der nächsten Folge wieder hier sehen oder auf Taris. Es aber immer noch nicht weiß. Und ja, wenn euch diese Folge auch wieder gefallen hat, drückt doch auf Daumen hoch. Ich bezweifle es zwar, aber... Oh Gott. Ja. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder.
Wo weiß ich noch nicht. Bis dann, macht's gut. Ciao.